Mein nächstes Rezept sind süße, bunte Brezeln. Und ich beginne, indem ich euch sage, welche Zutaten ihr braucht. Und zwar ganz einfach, wichtig, Mehl, Natron, Backhefe, Zucker, Milch, ein Ei und Butter. Und ganz zum Schluss gebe ich in den Hefeteig, wenn der schon gegangen ist, kleine Schokotröpfchen. Das heißt, da wird es schon mal süß. Und dann werden die natürlich noch hübsch garniert, auch mit süßen Sachen obendrauf. Und los geht's mit dem Hefeteig. Für diesen Hefeteig kommt alles zusammen in die Schüssel. Also Mehl, Zucker, Ei, Milch, die weiche Butter und Trockenhefe. Die ist ein guter Ersatz für frische Hefe. Sie ist eigentlich genauso einzusetzen, hält sich aber länger. Die Zutaten lasse ich zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Der kommt dann auch für 30 Minuten zum Gehen an einen warmen Ort. Bei mir ist das ja der Ofen, der eine spezielle Gehfunktion mit etwa 30 Grad hat. Toll ist er geworden und richtig groß ist er auch geworden. Super. Und ab auf die bemehlte Arbeitsfläche mit dir. Hier knete ich die Schokodrops noch unter und teile dann meinen Teig in kleine Portionen auf. Damit die Teiglinge für die Brezeln gleich groß sind, teile ich den Teig so lange, bis ich 8 kleine Stücke habe. Laugengebäck wird ja immer als solches bezeichnet, weil es in eine Lauge geschmissen wird. Und ich mache mir hier mal Wasser heiß, schmeiß Natron rein, was sich auflöst, und dann kommen nachher vorsichtig die Brezeln rein. Die Lauge verleiht meinen Brezeln den typischen Geschmack. Nun rolle ich die Teiglinge zu einer kleinen Schlange aus, verdrehe die dünnen Enden und habe schon die typische Brezelform. Ihr könnt übrigens auf six.de noch viel mehr tolle Sachen für Kids entdecken. Die habe ich mit Mara zusammen gemacht. Lasst euch mal überraschen. Geht mal auf die Seite und guckt es euch an. Die Brezeln sind ganz einfach schnell gerollt und gewickelt. Das hat man fix raus. Jetzt kommt das Ganze in das Natronwasser. Also man legt die am besten einmal rein und dreht sie dann noch mal um, zählt bis 10, holt sie wieder raus und dann kommen sie aufs Backblech. Wenn man mit Natron arbeitet, sollte man vorsichtig sein und am besten Handschuhe anziehen, damit man die Lauge nicht in die Hände und vor allem nicht in die Augen bekommt. Ich werkle ganz vorsichtig mit einem großen Sieb. Ich finde, die sehen ganz gut aus. Die kommen jetzt in den Ofen, müssen nicht noch mal gehen oder irgendwas, sondern kommen direkt in den Ofen bei 200 Grad, so für 13 bis 15 Minuten. Da gehen meine Brezeln gleich richtig auf, dem Hefeteig sei Dank. Und durch das Bad in der Natronlauge bekommen sie die ganz typische Brezelbräune. Ich liebe diesen Wecker. Die sind wirklich richtig gut aufgegangen. Die hier ist besonders schön. Die sieht wirklich aus wie eine richtige Brezel. Und jetzt werdet ihr verhübscht. Wenn die Brezeln zu gut aufgegangen und dadurch die Löcher zugebacken sind, dann könnt ihr sie mit einem Stiel eines Kochlöffels vorsichtig wieder öffnen. Aber das würde bei meinen Brezeln eh keiner sehen. Die bekommen einen schönen Mantel aus Zimtzucker, buntem Zuckerguss sowie Trockenfrüchten und Streuseln. Die sieht doch auch toll aus, oder? Und jetzt müsst ihr natürlich probiert werden, ihr kleinen Brezeln. Ich werde mich deiner annehmen, du kleine, lustige, bunte Brezel. Sie sieht ein bisschen aus, als wenn sie aus der Villa Kunterbunt kommt, oder? Es könnte so eine Pippi Langstrumpf-Brezel sein. Das ist sehr, sehr köstlich. Also, ich würde sagen, nicht nur für einen Kindergeburtstag, auch für eine Erwachsenenparty funktionieren die super. Solche Brezeln hattet ihr noch nie. Meine luftigen, süßen Brezeln mit Schokolade drinnen und ganz viel leckerer Deko draußen. Die sind ein toller Hingucker für groß und klein.